Ich hoffe, das Tutorial hat fast weitergeholfen. Ich bin noch nicht fertig. So, jetzt kommt noch der letzte Satz. Das ist hier aufs Szenario. Atmosphäre. Hier kann man alles mögliche einstellen, wie das Wetter und sich das dann abspeichern. Hier kann man die Farbe aussuchen, zum Beispiel rot, passiert nur nichts, da muss man hier irgendwas drehen. So, sieht aber jetzt nicht so toll aus. Hier kann man einstellen, von wo die Schatten bezüglich die Sonne leuchtet. Ich schiebe das mal hier hin. So. Okay. Hier, ob die von sehr weit oben kommt oder nach unten. Unten ist natürlich eine intensivere Schattenfunktion. Hier, ja, das ist eher für Soldaten mitgedacht. Da müsst ihr aber mal selber rumfummeln. Da gab es noch was. Hier. Hier müsst ihr echt aufpassen. Ihr habt nämlich hier echt schöne Texturen. Also ich habe jetzt leider keine Grastexturen. Aber hiermit könnt ihr euch das echt versauen. Ihr könnt zwar auch schwarz-weiß machen, alles ganz hübsch, aber sobald ihr diesen Regel hier setzt, sag mal, wir machen es bis Nacht, machen es so. Da, seht ihr dieses? Sieht zwar echt cool aus, könnt ihr dann dieses noch ein bisschen verändern, aber hier gibt es manchmal sogar einen ganz bösen Glitch. Ehrlich jetzt. Dann habt ihr keine Texturen mehr. Da. Jetzt passt auf, jetzt sieht man das. Könnt das alles wieder auf normal zurücksetzen. Aber das sind eure Texturen. Cool, ne? Ja, nicht so toll. Beim Gras fällt es natürlich super auf. Okay, jetzt, um das nicht so lang zu machen, kann man hier noch den Regen einstellen. Das ist ganz unten. Hier Wettertyp, Sonne, starker Regen, leichter Regen, zitterte, die Zeit. Und ja, also hier aufpassen. Hier kann man den Nebel ausstellen. Ja, und das war jetzt das Tutorial dazu. Mal, sieht das aus. Und ja, wenn ich noch was vergessen habe, speichern nie vergessen. Logisch, hier mir eine Antwort drauf schicken, warum das nicht funktioniert. Finde ich eigentlich schade. Ja. Dann müsst ihr, ja, das Wichtigste, dass ihr diese Map auch spielen könnt, ist Speichern nicht das Einzige, was ihr noch braucht. Ihr müsst hier drauf drücken. Und sobald ihr hier drauf drückt, kommt dieses Feld, dann kommt diese Meldung. Das ist keine Fehlermeldung. Das heißt einfach nur, dass das Spiel abgespeichert worden ist. Und das Szenario, neues Szenario, bla bla bla. Und jetzt ist es im Spiel. Ich weiß, das sind E2 Tutorials. Darum kann ich das jetzt einfach mal starten. Und dann gucken wir uns den Scheiß mal an. Also jetzt nicht wundern wegen dem Licht. So, jetzt sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Natürlich, wir sind schon im Spiel. Ach komm, ich lass laufen. Ach, jetzt sieht man das wahrscheinlich nicht, weil es Vollbild ist. Klasse. Option.
Ich habe keine Ahnung, ob man das sieht. Ich drücke jetzt einfach mal. Hier nehmen wir unsere vier Typen. Gehen jetzt auf neues Szenario und drücken einfach Start. Hier würde dann der Text erscheinen. Und ja, der Computer hat wieder zu Ende geladen. Der ist super schnell. Das ist die Kartenvorschau. Sind die vier feindlichen Gebiete. Hier oben sind wir. Tja, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich gehe hier nicht von aus. Okay. Jo. Hier sind so tollen Gebäude. Irgendwie hat er die Match-Funktion nicht abgespeichert. Das kommt mir gerade nur so vor. So, und da oben ist der andere Trupp. Ja, und jetzt habe ich dennoch mal ein Problem. Ich kann keine Häuser bauen. Ja, okay, das war's erstmal. Tschüss.